Sie deshalb ganz höflich bitten, sich hinzusetzen, sofern Sie sitzen möchten. Hier sind noch einige Tische frei, wo Plätze vorhanden sind. Es sind auch in den Sitzreihen noch einige Plätze und wenn Sie dann alle Ihren Platz gefunden haben, dann fangen wir auch an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier in der Emporion in Buchholz zum Neujahrsempfang 2016 und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich wünsche Ihnen allen nochmals ein gutes Jahr 2016, vor allem Gesundheit. Als Ehrengäste darf ich heute begrüßen die Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Frau Svenja Stadler. Schön, dass Sie da sind. Michael Großebrümmer ist leider heute verhindert, er lässt aber seine herzlichen Grüße ausrichten. Ich begrüße sodann den Abgeordneten des Niedersächsischen Landtages, Herrn Rainer Schönecke. Den Landrat des Landkreises Harburg, Rainer Rempe. Den Ehrenbürger der Stadt Buchholz, Herrn Hans-Heinrich Schmidt. Ich begrüße heute auch ganz besonders Frau Ute Schuhe-Eberhardt, die aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Buchholz vom 4.12. in Kürze die Ehrenbürgerrechte der Stadt Buchholz verliehen bekommen wird. Und ich freue mich ganz besonders auch darüber, das ist das Privileg, das ich jetzt habe, das wird keinem anderen mehr passieren. Ich kann erstmals die Mitglieder des Jugendrates der Stadt Buchholz herzlich willkommen heißen. Jugendrat werde ich später noch zurückkommen. Begrüßen möchte ich an dieser Stelle auch die Abordnungen der Freiwilligen Feuerwehren. Sie sitzen diesmal an der Stelle, das ist etwas ungewohnt, unter Führung des ausscheidenden Stadtbrandmeisters Carsten Kors. Schön, dass Sie heute einmal hier sind. Ich habe auch den Kreisbrandmeister Herrn Bellmann gesehen. Schön, dass Sie da sind. Und die Abordnung der Schützenvereine sitzen heute auch woanders. Ja, nämlich auch auf der Seite. Auch Sie möchte ich ganz herzlich begrüßen. Sowie die zahlreichen Vertreter aller anderen Vereine. Sie sind hier heute so zahlreich erschienen, dass ich gar keinen im Einzelnen benennen kann. Ich heiße alle noch einmal ganz herzlich willkommen. Und bevor wir jetzt richtig in den offiziellen Teil dieses Empfangs einsteigen, möchte ich noch zwei weitere Personen Ihnen vorstellen. Nämlich zwei junge Künstler, auf die ich mich hier ganz besonders gefreut habe. Es sind Florian Albrecht und David Foremny. Kommt ihr bitte mal auf die Bühne. Florian spielt schon seit vielen Jahren Klavier und ich habe ihn mal gesehen auf einem Wettbewerb von Jugend musiziert in Buchholz. Das ist schon viele Jahre her. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, den müsste man mal auf einem Neujahrsempfang haben. Und ja, ich freue mich also sehr, dass du, Florian, meine Einladung heute angenommen hast. Beide sind sehr erfolgreich bereits und weil Musizieren zu zweit auch viel Spaß macht, hat Florian gleich seinen Freund David mitgebracht, der in Hannover erfolgreich musiziert und sie beide werden heute ihr gemeinsames Programm für den Wettbewerb Jugend musiziert diesen Jahres hier vorführen. Beginnen wird aber Florian jetzt mit einem Stück von Frédéric Chopin, nämlich Fantasie impromptu. Und ich darf Florian herzlich bitten, David kann noch etwas entspannen. So, viel Spaß! Thank you.
trockene Rede über Kommunalpolitik halten. Aber ich kann Ihnen versprechen, es kommt noch mehr davon. Auch von der Musik. Ja, meine Damen und Herren, das Jahr 2015, das war so ein Jahr, das in der Rückschau völlig anders verlaufen ist, als ich zumindest mir das in vielerlei Hinsicht gedacht habe oder auch vorgenommen habe. So lagen uns beispielsweise zu Beginn des Jahres 2015 von den Bundes- und Landesbehörden Prognosen über die Zahl der zu erwartenden Flüchtlinge und Asylbewerber hier in Deutschland in einer Größenordnung von ca. 200.000 Personen über das Jahr verteilt vor. Diese Prognosen wurden dann im Verlauf des Jahres ständig, gen Herbst sogar fast wöchentlich, nach oben korrigiert. Und heute kennt, glaube ich, niemand die genaue Zahl dieser Menschen hier in Deutschland. Und wir wissen nur, dass es weit über 1 Million Menschen sind, die hier bei uns Zuflucht suchen. Das ist eine sehr starke Herausforderung, nicht nur für die Behörden, die damit beruflich befasst sind, auch für die Gesellschaft insgesamt und auch für jene, die sich freiwillig, ehrenamtlich hier in diesem Bereich engagieren. Und es sind Gott sei Dank sehr viele Menschen, die das tun. Weil dieser Zustrom von Flüchtlingen und Asylsuchenden in einer Verwaltung nicht einfach so nebenbei mit bearbeitet werden kann, habe ich gleich nach dem Amtsantritt meines neuen ersten Stadtrates, Herrn Hirsch, eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich speziell mit den Themen, die dadurch ausgelöst werden, befassen soll. Das ist einmal die kurzfristige Unterbringung, es ist aber auch das langfristige Wohnen, die Integration, aber auch die Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur, Kindergärten, Schulen, Grundschulen und vieles mehr. Und diese Arbeitsgruppe ist damit befasst, hierfür Lösungskonzepte mittelfristig zu erarbeiten und auch gleichzeitig die Zusammenarbeit mit dem Buchhalterbündnis für Flüchtlinge zu koordinieren. Wir wissen, dass alle Zahlen, die wir im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes ISEC vor gerade zwei Jahren eingeholt haben im Hinblick auf Entwicklung des Wohnens, Bevölkerungsentwicklung und so weiter, heute nicht mehr belastbar sind. Wir müssen in diesem Bereich vollkommen neu denken, weil sich die Entwicklung eben, ich sagte es schon, ganz anders dargestellt hat, als sie je jemand voraussehen konnte. Ich weiß, dass zu diesem Thema auch noch der Landrat etwas sagen möchte, deshalb von mir nur in aller Kürze dies. Was ich aber auf jeden Fall nicht versäumen möchte, ist, dass ich den vielen ehrenamtlichen Helfern, ob im Bündnis für Flüchtlinge, dort sind über 100, ich glaube mittlerweile sogar die 300 Personen tätig, auch jene, die sich in Organisationen oder in anderen Gruppen mit anderen zusammen organisiert haben, um hier zu helfen, aber auch jenen, die das vollkommen außerhalb jeder Organisation quasi von Mensch zu Mensch machen. Auch denen möchte ich für ihre Hilfe danken und ich möchte auch gleich an Sie appellieren, die Arbeit wird mehr werden und ich darf Sie bitten, auch weiterhin hier uns zu unterstützen. Wir können als Verwaltung die Dinge, die Sie tun, gar nicht leisten. Sie kümmern sich neben Sprachförderung auch um die Begleitung von Personen zu Ärzten und Behördengängen. Sie sorgen für sinnvolle Beschäftigung, setzen sich für die Belange der Flüchtlinge ein. Manchmal gibt es da auch den einen oder anderen Fall, den wir zwischen Verwaltung und Bündnis dann auch einmal klären müssen. Mit anderen Worten, Sie sind unerlässlich in dieser Situation. Ich glaube übrigens auch, wenn ich das hier an dieser Stelle so sagen darf, dass das intensive Sich-Kümmern um Flüchtlinge hier im Buchholz auch Situationen vermeiden wird, wie wir sie beispielsweise in Köln am Silvesterabend gesehen haben. Integration ist eben das, was wir unbedingt brauchen. Und je eher und je breiter wir das machen, desto besser ist es für uns alle. Ich möchte mich übrigens auch bei den Vereinen an dieser Stelle bedanken, die auch in ihrer Art und Weise auf ganz unterschiedliche Arten die Flüchtlinge mit unterstützen, sie in die Sportgruppen integrieren und wir haben ja hier am 19. Dezember eine ganz tolle Show, Tanzshow von Blau-Weiß gesehen, wo eben auch Tanzgruppen gemeinsam mit Flüchtlingskindern hier ihre Künste dargeboten haben. Ganz toll und vielen Dank dafür. Auch im Hinblick auf die Finanzen der Stadt
sah die Welt zu Beginn des Jahres 2015 völlig anders aus als jetzt gegen Ende, beziehungsweise zu Beginn des Jahres 2016. Als ich hier vor einem Jahr stand, da hatte ich noch so die Idee, ich habe es Gott sei Dank, glaube ich, nicht ausgesprochen, heute werde ich es tun, dass wenn ich bis zum Ende meiner Amtszeit, damals waren das 7 Jahre, jetzt nur 6, es schaffen würde, die Verschuldung der Stadt auf um die 20 Millionen zurückzuführen, dass das dann schon für mich zumindest eine ganz gute Leistung wäre. Heute kann ich sagen, dieses Ziel wird sich nicht erreichen lassen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen mit einer Verschuldung bis zum Jahre 2019 in der mittelfristigen Finanzplanung mit rund 60 Millionen Euro rechnen, ohne Kassenkredite. Es ist allerdings nicht so, dass Buchholz nun einen Schuldenrekord erleben wird, denn schon Ende 2011, wir haben da mal genau nachgeschaut, haben sich die Verbindlichkeiten der Stadt auf rund 50 Millionen Euro summiert. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht nur diese Zahlen für sich stehen sehen, sondern muss natürlich auch mal schauen, wofür geben wir eigentlich das viele Geld aus und warum ist das notwendig, diese Kredite aufzunehmen. Zunächst einmal ist unsere Haushaltslage durchaus positiv, das heißt, wir haben einen Ergebnishaushalt, der Überschüsse ausweist. Die Einnahmen sind also höher als die Ausgaben. Das ist schon mal gut. Dabei haben wir diesen Haushalt sehr konservativ gerechnet. Das heißt, wir haben die Einnahmen so realistisch gerechnet, dass wir meinen, es werden mindestens erreicht werden. Wahrscheinlich werden die Einnahmen übertroffen werden. Wir haben auf der anderen Seite auch die Ausgaben realistisch mit einem gewissen Puffer nach oben kalkuliert. Also bei regulärer Betrachtung wird alles so gut aufgehen, wahrscheinlich sogar besser. Wir haben dabei auch trotz der engen Finanzlage die Ausgaben für die Sanierung unserer Infrastruktur, für den Abbau des Sanierungsstaus auf über 1 Million erhöht, um 1 Million Euro erhöht, um natürlich parallel zu allem anderen, was wir bewältigen müssen, eben auch an dieser Stelle weiterzukommen. Und auf der Basis der heutigen Einnahmen werden wir auch jederzeit in der Lage sein, die Zins- und Tilgungsleistungen in Zukunft leisten zu können. Wobei man natürlich immer sagen muss, sollten wir mal einen drastischen Konjunktureinbruch erleben oder aber die Ausgaben steigen, etwa durch eine Erhöhung der Kreisumlage, dann wird es, ja, es ist nicht in Sicht, das weiß ich, das sagt der Landrat auch gleich, aber es könnte ja im Laufe der nächsten Jahre so sein. Da kann es natürlich knapp werden, meine Damen und Herren, und deshalb ist es in Zukunft umso wichtiger, jede Ausgabe auf ihre wirkliche Notwendigkeit zu überprüfen und auch mal Nein zu sagen. Ich weiß, bei den Parteien ist das natürlich sehr schwierig, erst recht in einem Wahlkampfjahr. Man muss ja dem Wähler auch etwas bieten. Aber so ist es nun mal. Besser vorher Nein sagen, als hinterher sagen, geht leider nicht. Und man muss auch nicht jede Maßnahme, die durch irgendwelche Fördermittel gefördert wird, nur wegen der Fördermittel dann umsetzen, wenn man sie gar nicht notwendigerweise braucht, meine Damen und Herren. Wer würde denn, wenn er schon verschuldet ist, sich einen Neuwagen kaufen, nur weil der Händler einen Tankgutschein in Höhe von 50 Euro verspricht? Also ich zumindest nicht. Jeder Euro, der ausgegeben wird, wird im Zweifel heute kreditfinanziert. Das schränkt nämlich unsere Handlungsmöglichkeiten und übrigens auch die Handlungsmöglichkeit der Politik ein. Die Darlehen müssen dann eben auch irgendwann mal zurückgezahlt werden. Geld geben wir weiterhin aus, sehr viel Geld geben wir weiterhin aus für Kindergärten und Kinderkrippen, wobei wir insbesondere die Ganztagesangebote verbessern werden. Allein dieser Posten, Kindergärten, Kinderkrippen, macht rund 7 Millionen Euro im städtischen Haushalt 2016 aus. Das sind 10% unseres gesamten Haushaltsvolumens. Und verglichen mit 2014 haben wir einen rund 2 Millionen höheren Betrag in diesem Bereich. Das ist schon eine ganze Menge. Und die Entwicklung geht eher noch dahin, dass die Ausgaben in diesem Bereich steigen werden. So werden wir die Grundschule Steinbeck und die Waldschule umfänglich erweitern und ausbauen. Das kostet für sich gesehen auch schon mal knapp 10 Millionen Euro. Aber das sind alles Investitionen in die Zukunft unserer Stadt. Und deshalb ist mir darum auch gar nicht bange. Ich finde es viel besser, wenn ich Schulen ausbauen muss, weil die Kinder da sind, als wenn ich mir überlegen müsste, welche Schule ich denn nun als erstes zurückbaue, weil schlicht und ergreifend keine Kinder mehr in Buchholz wohnen. Also diese Investitionen, die machen mir keine Angst. Wir werden allerdings künftig
Investoren, die hier Baugebiete entwickeln wollen, mehr an den sozialen oder an den Folgekosten für die soziale Infrastruktur beteiligen. Verhaltener Beifall, aber ich denke, man kann im Buchholz auch weiterhin gute Geschäfte machen. So ist das nicht. Dann ist da noch der Tunnelausbau. Ebenfalls eine ganz wichtige Infrastrukturmaßnahme für unsere Stadt. Und wer einen Tunnel bauen will, der muss ihn natürlich auch bezahlen. Ich habe mal den Eindruck gehabt, dass man, als man vor einigen Jahren beschlossen hat, den Tunnel nur zu bauen, sich über die finanziellen Folgen überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat. Jetzt reiben sich natürlich alle die Augen. Jetzt packen wir das Projekt an und es sind 20 Millionen Euro dafür vorgesehen. 20 Millionen Euro. Weil das Verfahren zum Bau dieses Tunnels technisch sehr kompliziert ist. Daran liegt es. Es ist also nicht nur ein Loch in einen Bahndamm zu bohren und dann mit Spritzbeton zu verfüllen, sondern es ist wirklich eine technisch sehr komplizierte Aufgabe. Und ich weiß, dass dieses nicht nur der Baudezernentin in den nächsten 2-3 Jahren viele schlaflose Nächte kosten wird. Alles in allem haben wir also riesige Projekte vor uns. Das gilt übrigens auch für das Projekt Conte-Lieu-Quartier. Und ich freue mich sehr darüber, dass hier ein Buchholzer Unternehmer ein großes Projekt für die Stadt Buchholz mit viel Herzblut und viel Sachverstand durchsetzen wird oder durchziehen wird. Ein Projekt, das Buchholz in einigen Bereichen ganz wesentlich ändern wird, das sehr spannend ist. Es wird aus einer eher unscheinbaren Bahnhofstraße ein sehr belebtes Quartier mit ganz vielen Nutzungen werden. Das wird die Attraktivität dieser Stadt auch für Investoren weiterhin steigern. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass das auch ein erfolgreiches Projekt werden wird. Ein weiteres großes Thema, was uns in der Zukunft auch mittelfristig beschäftigen wird, ist das Thema bezahlbarer Wohnraum für alle. Als wir im Sommer das Vorkaufsrecht für die Wohnungen an der Rückerstraße und an der Schwellenfabrik ausgeübt haben, wir also 127 öffentlich geförderte Wohnungen gekauft haben, meine Damen und Herren, da hat so mancher ungläubig die Stirn gerunzelt und gesagt, was soll das denn nun wieder? Der erste Stadtrat, Herr Hirsch, der am 1. August seinen Dienst begonnen hat, und ich, wir haben hier mal eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht und uns gedacht, oder nicht nur gedacht, sondern aufgrund der Zahlen auch gesehen, dass dies nicht nur ein gutes Geschäft für die Stadt Buchholz ist, sondern die Notwendigkeit, hier weiter 127 öffentlich geförderte Wohnungen in der Hand der Stadt zu behalten und damit zu garantieren, dass 127 Mieter und Mieterfamilien auch künftig, mittelfristig, langfristig bezahlbaren Wohnraum in diesem Bereich bekommen werden, das haben wir als eine ganz wichtige und soziale Aufgabe angesehen. Und wir werden dieses Thema kommunaler Wohnungsbau auch in den kommenden Jahren weiter bespielen. Denn schon lange, meine Damen und Herren, ist der Wohnungsmarkt in Buchholz völlig aus den Fugen geraten. Es ist kaum möglich, in Buchholz günstigen Wohnraum zu bekommen. Das sagen wir nicht nur hier vor Ihnen, um unser Vorgehen zu rechtfertigen, sondern das Sozialministerium in Hannover hat dies auch schon gemerkt. Buchholz ist als einzige Stadt in Niedersachsen, in der Mietstufe 6. Das bedeutet, wir haben die höchsten Durchschnittsmieten, höher als Hannover, Göttingen, Braunschweig und woanders. Es ist keine einzige Stadt in Buchholz Mietstufe 6. Das müsste eigentlich bei jedem die Alarmglocken klingeln lassen. Das hat im Übrigen auch das Sozialministerium erkannt und uns hier ordnungsrechtliche Maßnahmen angedroht, beispielsweise die Einführung einer Mietpreisbremse. Auch in absehbarer Zeit wird der Wohnraumbedarf unter Berücksichtigung auch der schon in Planung befindlichen Wohnbauprojekte eher steigend sein. Und wir müssen als Verwaltung mit dem Rat hier steuernd eingreifen und werden das auch tun. Meine Damen und Herren, bei meiner Begrüßung habe ich schon den Jugendrat der Stadt Buchholz erwähnt. Der wurde im Oktober des letzten Jahres erwähnt und wir haben darüber lange diskutiert, gar nicht mal um die Frage, ob wir ihn einrichten wollen, sondern mehr, wie wir das machen wollen. Denn es gibt ganz viele Möglichkeiten, so etwas zu tun. Meine Sorge war, ja, relativ wenige junge Leute im Rat der Stadt vertreten sind, ob es denn überhaupt genügend junge Leute gibt, die sich für den Jugendrat aufstellen lassen werden. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Es waren 85 Kandidatinnen und Kandidaten, die in den Jugendrat der Stadt Buchholz gewählt werden wollten. Am Ende sind 12 Jugendratsmitglieder gewählt worden und einige von ihnen habe ich hier heute auch gesehen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie oder auch ihr, in dem Alter weiß man immer nicht so richtig,
dass Sie hier auch gekommen seid, dass ihr im Jugendrat tätig werden wollt. Und ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit. Der Jugendrat ist nicht einfach nur mal so eine Alibi-Veranstaltung. Er hat ein eigenes Budget, über das er frei verfügen kann. Und er hat vor allem auch ein eigenes Antragsrecht im Rat. Das ist ein ganz wichtiges Element, wenn nicht sogar das wichtigste Element. Ich freue mich über diesen neuen Impuls durch den frisch konstituierten Jugendrat. Und nochmal. Ja. Wir haben immerhin 8 Parteien, Wählergemeinschaften und Einzelkandidaten im Rat. Das klappt hervorragend und genau das würde ich mir auch für den nächsten Rat wünschen. Denn gleich der Rat nicht immer dem folgt, was ich ihm vorschlage, was natürlich eine Sauerei ist, aber auch daran werde ich arbeiten. Ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Themen, die im letzten Jahr eine Rolle gespielt haben, ich kann das gar nicht hier in einer großen Breite ausführen, dafür reicht die Zeit nicht, waren neben der erfolgreichen Ansiedlung von Gewerbebetrieben mit der sich daraus ergebenden Notwendigkeit der Entwicklung neuer Gewerbegebiete unter anderem das Thema Y-Trasse, aus der eine Alpha-Variante geworden ist, und das Dialogforum Schiene Nord. Das Thema Ostumgehung ist weiter ein Thema, das mich so ein bisschen umtreibt. Ich habe vor einem Jahr gesagt, in diesem Jahr müsste eine Entscheidung getroffen werden. Ich appelliere auch nochmal in diesem Zusammenhang an die Politik. Im Moment liegt das ohnehin bei Gericht, aber ich appelliere an die Politik, dieses Thema endlich zu lösen. Meine Sorge ist, dass wenn man Themen, die so wichtig sind, nicht löst, dass irgendwann der Wähler auch sich verweigert und sagt, wenn ich eh nicht gehört werde, warum soll ich dann nochmal zu einer Abstimmung gehen? Das bringt mich nicht. Muss also wirklich gelöst werden. Ich kann nur an alle, die daran beteiligt sind, appellieren. Meine Damen und Herren, wenn ich das Fazit ziehe für das Jahr 2015, würde ich sagen, es ist zwar alles nicht so gelaufen, wie ich das mir gedacht habe, außer trotzdem ein gutes Jahr für die Stadt, und mit Blick auf 2016 sage ich Ihnen, die Entwicklung unserer Stadt ist und bleibt sehr spannend. Buchholz lebt, Buchholz wächst, ist sozial und bunt. Und genau so soll es, wenn es nach mir ginge, auch bleiben. Meine Damen und Herren, jetzt können Sie wieder entspannt sich zurücklehnen und etwas wohlere Töne hören, nämlich die beiden Florian Albrecht und David Foremni. Die werden jetzt auf die Bühne kommen und Ihnen den ersten Satz der Hornsonatine von Berthold Hummel präsentieren. Ich bitte euch. Meine Damen und Herren, es folgt jetzt das Grußwort des Landrates, Herrn Rainer Rempel. Ja, vielen Dank nochmal den jungen Künstlern, da kommt man ja aus dem Staunen kaum noch raus. Rainer Schönecke sagte vorhin schon, ich kann mich dem nur anschließen, ich mag gar nicht daran denken, was ich in dem Alter gemacht habe. Also, Bewunderung ist riesengroß auf jeden Fall. Sehr stark fokussieren, auch in Anbetracht der Zeit, Frau Niekoehner.
die mir dafür zur Verfügung steht. Denn, meine Damen und Herren, die mit Abstand größte Herausforderung in 2015 war aus der Sicht des Landkreises Harburg die Bewältigung der Flüchtlingssituation, anders als viele andere Landkreise in Niedersachsen und auch darüber hinaus. Hat der Landkreis Harburg die Aufgabe der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge nicht auf seine Städte und Gemeinden übertragen, die natürlich trotzdem mit der Aufgabe auch befasst sind, aber die Hauptaufgabe liegt beim Landkreis in dieser Hinsicht. Herr Röse hat es schon erwähnt, das Jahr 2015 war in dieser Beziehung eine absolute Achterbahnfahrt. Die Prognosen mussten ständig korrigiert werden, waren schnell überholt, hatten wir Anfang des Jahres noch Zuweisungszahlen von 20 bis 30 Personen pro Woche, so waren es gegen Ende des Jahres dann über 100 Personen pro Woche, die unterzubringen waren. Das hat dazu geführt, dass wir letztendlich in 2015 2200 Flüchtlinge im Landkreis Harburg neu aufgenommen haben. Hinzu kommen weitere 500, für die wir quasi eine Art Erstaufnahme sichergestellt haben im Wege der Amtshilfe für das Land Niedersachsen. Insgesamt beläuft sich aktuell die Zahl der Asylbewerber im Landkreis Harburg bei 3.350 zum Jahresende. Was mir Sorge macht, ist allerdings die aktuelle Prognose des Landes Niedersachsen, die zunächst vorliegt bis zum Zeitraum 31. März. Sollte diese Prognose zutreffend sein, was ich nach wie vor nicht hoffe, dann hätten wir bis zum 31.3. 2063 Personen zusätzlich unterzubringen im Landkreis Harburg. Das bedeutet fast die gesamte Aufnahmeleistung des Jahres 2015 in 3 Monaten oder aber etwa 160 unter Berücksichtigung der Restquote, die wir noch zu erfüllen haben, eher 190 Personen pro Woche. Das ist, meine Damen und Herren, das muss man leider so deutlich sagen, eine kaum zu bewältigende Herausforderung. Ich erwarte oder ich hoffe, dass die Zahl vielleicht doch nicht so eintritt bis Ende März. Und ich erwarte auf jeden Fall, das ist auch ziemlich sicher, dass man diese Zahlen nicht einfach hochrechnen kann für den weiteren Verlauf des Jahres 2016. Unser Planungshorizont im Landkreis sieht so aus, dass wir in 2016 mit einer Gesamtzahl von 9 Flüchtlingen in der Größenordnung von etwa 4.500 bis 4.600 Personen rechnen. Das bedeutet aber immer noch mehr als eine Verdopplung der Zahlen aus 2015. Und meine Damen und Herren, damit beantwortet sich eigentlich auch schon die Frage, was denn eigentlich aus Landkreissicht die zentrale Herausforderung in 2016 sein wird. Wer weiß, wie schwierig jetzt bereits die Akquise weiterer Grundstücke und Unterkünfte ist, der kann sich ausmalen, wie schwierig diese Situation in 2016 werden wird. Wir werden natürlich weiterhin mit unseren Städten und Gemeinden alles tun, daran zu arbeiten. Und ich muss auch sagen, bisher ist es uns aufgrund durchaus vorausschauender Planung ja auch gelungen, Notunterkünfte in Turnhallen und ähnlichen, mehr oder weniger schlecht geeigneten anderen Unterkünften zu vermeiden. Wir sind im Moment gerade dabei, die vorhandenen Unterkünfte optimal oder man kann auch sagen maximal auszunutzen. Denn es gilt auch 2016 für uns weiter die Devise, Notunterkünfte sind und bleiben das letzte Mittel, was wir einsetzen möchten. Denn ich weiß natürlich sehr wohl, dass wenn wir dazu kommen sollten und dazu greifen müssen, wir eine ganz neue und andere Dimension nochmal der auch öffentlichen Diskussion zu diesem Thema bekommen werden. Sie können aber sicher sein, zumindest wenn diese Zahlen zutreffend sein sollten, die ich vorhin genannt habe, dass sich das nicht vermeiden lassen wird und wir sind auch schon dabei, parallel selbstverständlich uns auf diese Situation vorzubereiten.
Ich möchte auch noch mal das betonen, was Bürgermeister Röse vorhin auch bereits angesprochen hat, nämlich ein riesengroßes Dankeschön zu sagen den vielen, vielen Unterstützern, egal ob es DRK oder Johanniter, Feuerwehren, Kirchen, Schulen, Vereine, Unternehmen oder aber insbesondere die vielen ehrenamtlichen Hilfskräfte waren, die Unterstützungsnetzwerke für Flüchtlinge, die wir im gesamten Landkreis Harburg in jeder Gemeinde vorfinden. Meine Damen und Herren, ohne Sie alle hätten wir diese Aufgabe schon 2015 nicht bewerkstelligen können. Das muss man ganz offen, glaube ich, so einräumen. Insofern ein ganz großes Dankeschön. Das ist wirklich vorbildliches Engagement, vorbildlicher Einsatz gewesen und darauf können Sie alle zu Recht stolz sein. Vielen Dank dafür. Herr Röse hat es angesprochen, ich wiederhole das gerne nochmal. Umso wichtiger wird es allerdings sein, vor den Herausforderungen, den geschilderten Herausforderungen, dass wir diese Unterstützung auch in 2016 unter dann sicherlich noch viel schwierigeren Rahmenbedingungen aufrechterhalten können. Könnte ich mir etwas wünschen für 2016, so wäre das mein Wunsch, dass uns das gemeinsam gelingen möge. Denn 2016 wird es nicht nur darum gehen, die Unterbringungssituation, die ohnehin schon schwierig ist, weil Wohnraum nicht nur knapp ist, sondern eigentlich fehlt, sondern es wird auch darum gehen, die Integrationsaufgaben, die auf uns zukommen, zusätzlich zu meistern. Dazu gehört ganz sicher die Integration von Menschen mit Bleibeperspektive in den Arbeitsmarkt, beziehungsweise zunächst einmal die Vorbereitung dieser Menschen auf den Arbeitsmarkt. Das werden wir nur gemeinsam mit Bildungsträgern, mit Arbeitsagentur, mit Jobcenter, mit Kammern und auch mit lokaler Wirtschaft hinbekommen. Ein ganz wesentlicher Schlüssel wird dabei auch für das Gelingen dieser Maßnahmen sein, das Thema Sprachförderung und die Integration der Kinder und Jugendlichen in Schule und auch in Kindertagesstätten. Wir können dabei sicherlich aufbauen auf Sprachkurse, die unsere Volkshochschule angeboten hat, auf die Sprachförderkurse der Agentur für Arbeit, aber auch auf durchaus bereits existierende gelungene Projekte, wie beispielsweise das des Herbergsvereins in Winsen, der es geschafft hat, bisher über 500 Flüchtlinge in gemeinnützige Beschäftigung zu vermitteln. Und noch im Januar und Anfang Februar werden wir landkreisseitig die lokale Wirtschaft in zwei Veranstaltungen über die Beschäftigungsmöglichkeiten von Flüchtlingen gemeinsam mit Arbeitsagentur und Jobcenter informieren und auch erste Erfahrungsberichte von Unternehmen hierzu vorstellen. Das kann allerdings, meine Damen und Herren, nur der Anfang sein. Hier ist ganz sicher ein systematisches und mit allen relevanten Akteuren abgestimmtes, konzeptionelles Vorgehen zwingend erforderlich, damit wir diese Aufgabe bewältigen können. Ein weiteres ganz dringendes Handlungsfeld in diesem Zusammenhang, auch darauf ist Herr Röse bereits eingegangen, wird der Einstieg in die Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum sein. Der Landkreis, die Städte und Gemeinden und unsere Sparkasse Harburg-Buxtehude stellen zurzeit Überlegungen an, die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft in die Wege zu leiten, die ergänzend zu privaten Investoren dann einen eigenen Beitrag zur Bewältigung dieser Situation leisten kann. Einen ersten Abstimmungs- und Informationstermin zu dieser Initiative wird es noch im Januar geben. Im Idealfall, wenn denn auch die Politik an dieser Stelle mitmacht, könnte eine solche Gesellschaft bereits Mitte des Jahres ihre Tätigkeit aufnehmen. Wichtig dabei ist nochmal zu betonen, es geht insgesamt um die Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum und nicht nur um sozialen Wohnungsbau. Es ist immer in Ergänzung zu sehen zu dem, was ohnehin weiterhin oberste Priorität hat und wichtig bleibt, nämlich private Investitionen in diesem Bereich. Aber es ist dringend notwendig, denn die Zielgruppen, die auf diesen Wohnraum
angewiesen sind, sind sehr groß. Ich denke nur an Auszubildende, ich denke an Rentner mit geringem Einkommen, ich denke an Geringverdiener, Alleinerziehende und last but not least in diesem Zusammenhang ganz sicher auch an Flüchtlinge. Meine Damen und Herren, man kann das Thema Flüchtlingssituation nicht ansprechen, ohne auch auf die finanziellen Auswirkungen zu sprechen zu kommen. Erfreulicherweise, Herr Röse hat das vorhin in Ansätzen auch dargestellt, befinden wir uns im Moment in einer guten konjunkturellen Gesamtsituation. Wir haben eine konstant niedrige Arbeitslosenquote. Die Zahl der Arbeitsplätze auch bei uns im Landkreis Harburg steigt weiter kontinuierlich an. Und auch die Entwicklung der Gewerbegebiete verläuft ausgesprochen positiv. Gleichwohl und trotz einer Kreisumlagenerhöhung in 2015 wird es uns landkreisseitig, wenn überhaupt nur ganz knapp und mit allergrößter Mühe gelingen, den Haushalt positiv oder mit einer Null abzuschließen. Die Ursache dafür liegt allerdings nicht bei uns, sondern ausschließlich darin, dass die Erstattungsbeträge für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen durch das Land und gegebenenfalls indirekt auch durch den Bund bei weitem nicht auskömmlich sind. Während der Erstattungsbetrag für 2015 pro Flüchtling und Jahr bei gut 8.000 Euro lag, wird er 2016 angehoben auf 9.500 Euro und 2017 dann auf 10.000 Euro pro Jahr und Flüchtling. Allerdings wird weiter erst mit Zeitverzögerung gezahlt auf der Basis des Vor- bzw. Vorvorjahres und der Zahlen des Vor- und Vorvorjahres. Aufgrund der Nähe zu Hamburg und des bestehenden Wohnraummangels ist aber die Situation bei uns im Landkreis eben eine ganz besondere und darauf nehmen diese pauschalen Erstattungsbeträge leider überhaupt keine Rücksicht, denn sie sind überall im Lande gleich. Bei uns liegen aber jetzt schon, ohne viele Integrationsleistungen, die Kosten pro Flüchtling und Jahr zwischen 12.500 und 13.000 Euro. Nur bezogen auf die Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Migration, die wir sehr genau erfassen können im Landkreis, weil wir alle Leistungen hier in einer Organisationseinheit zusammengefasst haben, nur aufgrund dieser Zahlen liegt uns im nächsten Jahr unter Berücksichtigung der erhöhten Erstattungsbeträge, kommen wir zu einem Defizit von 54 Millionen Euro für die Erledigung dieser Aufgabe. Meine Damen und Herren, das ist vollkommen inakzeptabel und das ist eine Situation, gegen die wir nicht ansparen können auf Kreisebene. Das werden wir unmöglich alleine lösen können und das ist auch der Grund dafür, dass es anders als in den vergangenen Jahren noch keinen verabschiedeten Haushalt auf Landkreisebene gibt, die Gespräche mit dem niedersächsischen Innenministerium zu dieser besonderen finanziellen Situation des Landkreises Harburg laufen noch. Nächste Woche bin ich wieder beim Innenministerium, um zu klären, wie wir mit dieser Situation umgehen können. Ich erwarte, dass wir hier zu einer Lösung kommen, die auf die besondere Situation des Landkreises Harburg Rücksicht nimmt. Und es wird dann so sein, dass wir dann vermutlich erst im März im Kreistag einen beschlossenen Haushalt werden vorlegen können. Herr Röse hatte das Thema Kreisumlage angesprochen. Ich habe schon vor längerer Zeit den Bürgermeistern gesagt, dass von mir kein Vorschlag kommen wird, die Kreisumlage in 2016 nochmalig zu erhöhen. Und meinerseits kann ich mir genauso wenig vorstellen, und ich bin dazu auch nicht bereit, dass wir notwendige Investitionen bei unseren Schulen, bei Kreisstraßen, bei Radwegen, beim Breitbandausbau oder aber auch bei wichtigen und notwendigen sozialen Projekten auf diese zu verzichten. Hier muss man ganz klar sagen, die Situation, in der wir uns befinden, ist weder von uns verursacht und sie ist von uns auch in ihrem Umfang und in ihrer Dimension überhaupt nicht zu steuern. Die Bewältigung der Flüchtlingssituation ist, wie auf Bundes- und Landesebene ja auch immer wieder betont wird, eine gesamtstaatliche Aufgabe. Sie wird aber nur gelingen, meine Damen und Herren, wenn Bund und Land
den Landkreisen und den Städten und Gemeinden, die für die Unterbringung, Betreuung und die erfolgreiche Integration der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive notwendige Unterstützung im erforderlichen Umfang und auch zeitnah gewähren werden. Und ich bin auch fest davon überzeugt, nur unter dieser Voraussetzung wird die bisher vorbildlich gelebte Willkommenskultur und die breite gesellschaftliche Akzeptanz zu diesem Thema dauerhaft erhalten bleiben. Andersherum, wenn diese Voraussetzungen geschaffen werden, bin ich auch überzeugt davon, dass wir diese wichtige humanitäre Aufgabe und auch die notwendige Integration der zu uns kommenden Menschen mit dauerhaftem Bleiberecht auch meistern werden. Meine Damen und Herren, es gäbe noch eine Reihe weiterer Themen, die ich auch aus Kreissicht ansprechen könnte. Ich möchte das aber ganz bewusst heute nicht tun, weil dieses Thema für mich wirklich das absolut beherrschende und vordringliche ist. Ich könnte sicherlich zu dem einen oder anderen auch zu Verkehrsthemen noch was sagen, das schenke ich mir heute. 2016 wird, davon bin ich persönlich fest überzeugt, ein Jahr, was noch deutlich höhere Anforderungen und Herausforderungen an uns stellen wird als 2015. Wir werden diese Herausforderungen annehmen und ich glaube auch, dass wir sie bestehen werden. Lassen Sie mich mein Grußwort beenden mit einem Zitat des Franziskanerbruders Peter Arment. Der hat gesagt: Wir erwarten vom neuen Jahr immer das, was das alte nicht gehalten hat. Dabei sind wir es doch selbst, die das Jahr gestalten. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns das neue Jahr in diesem Sinne gemeinsam miteinander gestalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, sehr geehrter Herr Wendel, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe gesehen, dass Frau Stater und Herr Schönecke Ihnen aufmerksam zugehört haben und ich bin ganz sicher, dass Sie das, was Sie hier von Ihnen gehört haben, auch mit nach Hannover bzw. nach Berlin nehmen werden. Und jetzt freue ich mich, dass wir Florian Albrecht und David Foremni hören werden mit dem zweiten und dem dritten Satz der Hornsonatine von Berthold Hummel. Bitte sehr.